kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Gothic 2 Renovation. So, wir werden jetzt zum Kloster laufen. Unterwegs kann ich ja dann noch ein bisschen aufräumen bei den Suchenden. Wir können Arkil diese Quest machen. Und dann werden wir mal schauen, ob wir Kreis 4 lernen können und überhaupt was wir so lernen. Können wir auch das Auge Innos noch suchen. So, Freunde, Attacke. Da ist er. Schnappt ihn euch. Fantastisch. Und die geben auch echt viel Erfahrung, ne? Wenn man so überlegt. Dann haben sie noch immer diese dreifachen Mana-Tränke dabei. Also das ist schon krass. Mal gucken, ob sie den jetzt kriegen. Ich wette, die schaffen es nicht da hoch. Die laufen jetzt gegen die Kante. Ah, okay. Ja, okay, das war so klar, ne? Gute Sache. War hier nicht sonst noch einer? Ich glaube, da oben stand er manchmal, weil der wandert hier auch rum. Soweit ich weiß. Guten Tag. Gibt's sonst noch Neuigkeiten? In letzter Zeit werden mir ständig Schafe gestohlen. Ich habe schon einige Nächte nicht mehr vernünftig schlafen können. Wer kann das getan haben? Ich habe da so einen Verdacht. In der Höhle drüben im Wald haben sich recht üble Gesellen niedergelassen. Ich glaube kaum, dass sie sich nur von Waldbären ernähren. Ich bin fast sicher, dass sich meine Schafe dorthin verflüchtigen. Sonst noch irgendwas passiert? Meine Schafe verschwinden ständig. Bald kann ich uns nicht mehr ernähren. Aber das ist doch nicht, was sonst noch passiert ist. Das hast du doch eben schon erzählt. Ich glaube, diese ganzen Taschendiebstähle und so, das mache ich dann irgendwann später. Weil immer das ganze Mana, das weggeht. So ein bisschen nervig. Ich wette, wenn ich jetzt da hingehe, verprügeln meine Skelette schon die anderen, während ich noch mit dem anderen Banditen da rede, ne? Hey, du Landstreicher, du bist ja nicht etwa wegen dem Schaf gekommen, oder? Ihr habt das Schaf beim Bauern Arkil gestohlen. Ja und? Was willst du jetzt tun? Rückt das Schaf raus oder ich hau dir aufs Maul. Dann pass mal gut auf, Kleiner. Jetzt fängt der Affentanz an. Ja. Der arme Kerl. Weißt du, ich komme hier hin mit meiner Skeletttruppe. Er kann gar nichts machen. Akilas Schaf. Komm mit. Mäßig. Mäßig. Oh Mann, es sind manchmal die einfachen Dinge, die einen komplett fertig machen. Mäßig. Oh, es ist einfach zu gut. Wir müssen unbedingt irgendwann mal wieder im Stream den Google Translate Run nochmal machen. Ich liebe diese Art von Humor einfach so. Man weiß nie, was kommt. Sehr gut. Hier hast du einige Goldmünzen. Ich hoffe, es ist genug. Mäßig. Ich habe die Schafdiebe gefunden. Du hattest recht. Es waren die Kerle in der Waldhöhle. Sie werden dir keine Schafe mehr stehlen. Ich danke dir, edler Diener Innos. Nimm dies als kleine Anerkennung von mir für deinen selbstlosen Gefallen, den du mir erwiesen hast. Ja, danke schön. Moment, warum? Wer kämpft da? Sorry, ich muss euch mal kurz wegmachen. Irgendwas ist hier im Busch.
Wieso ist hier ein Varan? Ein Mistvieh weniger. Wieso sind hier überall Varane? Oh, ja, egal, die hole ich mir später. Der eine kam nur gefährlich nahe hier dem Hof. Verstehe. Oh, sogar ein 300er Erfahrungskristall. Und für die Leute, die sich wundern, warum ich gerade meine Skelette weggemacht habe, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, sobald irgendwelche NPCs im Kampf sind, meine Skelette da auch mitmischen, dann greifen sie danach jeden an. Ja, also, das ist immer ein bisschen gefährlich. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass hier auch überall wieder im Wald dann was los ist, ne? Ich heute eigentlich schon gebetet. Mal schauen hier. Zeig mal, was du hast. Nice. Hier sieht's recht leer aus, okay. Der gute Durian. Der Dürre Rian. Tacke. Also 3-4 Feuerbälle halten die schon aus. Von den Suchenden. Das ist auch die Frage, ob die wirklich nur Feuerbälle benutzen oder doch irgendeinen anderen Zauber. Vielleicht haben die ja so einen verbesserten Feuerball, den gibt es ja auch für die NPCs. Ich glaube, der hieß einfach mal Deathball. Nanu. Hey. So, Izzy, was geht bei dir so? Ich habe dir die Statuen mitgebracht. Na, dann wollen wir mal sehen. Hier hast du ihn. Hier ist die versprochene Schriftrolle. Hier hast du ihn. Hier ist die versprochene Schriftrolle. Hier. Ah, hier ist dein Gold. Das ist alles. Gut. Und denk daran, das Kloster ist sehr großzügig zu Dingen, die ihm Gutes tun. Zeig mir deine Ware. Ich glaube, die kaufe ich mir auch mal. Die auch. Ja, und die auch. Ist zwar teuer, aber egal, komm. Möge Innos allzeit über dich wachen. Dann haben wir jetzt erstmal Tränke ohne Ende. Dann reicht das jetzt erstmal dicke. Weil das Schlimmste wäre ja für mich, wenn ich irgendwann mal wirklich in der Situation bin, dass ich keine Mana-Tränke mehr habe. So. Hier könnt ihr jetzt sicherheitshalber mal abhauen. Nicht, dass hier mir noch jemand angreift hier. Jorgen hat ein Elfenschwert oder was? Hey du, ich sehe, du gehörst zum Magierkloster. Ja, warum? Könnt ihr noch eine Arbeitskraft gebrauchen? Ich weiß sonst nicht, wo ich bleiben soll. Wo kommst du her? Ich war Kapitän eines großen Walfängers, mein Junge. Die See ist mein Zuhause. Mein Schiff, die gute alte Magdalena, ist vor einigen Monaten von Piraten versenkt worden. Und nun bin ich hier gestrandet. Ich wünschte mir nichts mehr, als wieder in See stechen zu können. Doch seit ich hier bin, hat in dem verfluchten Hafen kein Schoner mehr angelegt. Das einzige Schiff, was in Korinis vor Anker liegt, ist die verfluchte Kriegsgaleere des Königs. Und die nehmen keine Leute. Was bleibt mir denn noch? In der Stadt gibt es keine Arbeit für mich. Ich lasse nichts unversucht.
Besser, du verschwindest von der Straße. Mach dir keine Sorgen. Ich hab schon gemerkt, dass die Wildnis hier draußen in den letzten paar Tagen verdammt gefährlich geworden ist. Ja, das ist doch so ein Elbenschwert aus Herr der Ringe, oder? Zumindest sieht es so aus. Vielleicht ist es auch doch aus Skyrim oder irgendwie sowas. Wie bist du so schnell zum Kloster gekommen? Was soll die Frage? Ich habe mich durch den Pass geschlichen und dann auf direktem Wege zum Kloster begeben. Zugegeben, es war nicht immer leicht, den ganzen Monstern auszuweichen, die sich diesseits des Tales breitgemacht haben. Aber letztlich hatte ich weniger Probleme als erwartet. Weißt du, wo die anderen sind? Gorn hat seinen Kerkeraufenthalt bei Garond ganz gut verkraftet. Jedenfalls wollte er zu Lee und gucken, was auf dem Hof so passiert. Nach dem Kerkeressen wird er sich wohl gerade den Wanst vollschlagen und die Vorräte der Söldner auf eine echte Bewährungsprobe stellen. Diego hat was von einer Abrechnung gemurmelt. Keine Ahnung, was er damit meinte. Ich vermute aber, dass er in der Stadt ist. Du kennst ihn ja. Immer da, wo was zu holen ist. Weißt du etwas über die vermummten Gestalten? Nein, aber ich habe ein ungutes Gefühl bei diesen Typen. Sieh dich vor, wenn du ihnen begegnest. Okay. Möglich ist alles. Wenn er das nicht sieht, kann ich mal. Möge Innos dich schützen. Muss eben auch, oh, ich muss zu Karas, ne? Hey, du. Die Hügler ist was. Nee, doch nicht. Wer bringt mir nochmal Kreis 4 bei? Hey, du. Ah doch, es war doch Karas. Ich will den vierten Kreis der Magie lernen. Gut. Alle Zeichen sind erfüllt. Tritt nun ein in den vierten Kreis, auf das dir die Macht der neuen Zauber inne ist. Du bist einen weiten Weg gegangen und Innos wird ihn auch weiterhin erleuchten. So. Zeig mir deine Ware. Was hast du hier denn Schönes? Auf dem Rücken tragen. Glosse des Lebens. Gesundheitsbuckel. Lebensenergie, Mana-Bonus. Wir haben doch nur einen, der 10 bringt, oder? Wächterkugel. Für 3 erlittene Wunden erhält man 6 Sekunden lang Unbesiegbarkeit. Okay. Anstelle eines Bogens oder einer Armbrust getragen. Mana-Regeneration. 5000 kostet der. Also, ich glaube, den kaufe ich mir. Das ist zwar teuer, aber komm, weißt du was? Das ist es mir wert. Okay, der hängt da oben irgendwo. Warum hängt er denn so weit oben? Das ist ja merkwürdig. Hey, du! Unterrichte mich. Ja, Golem erwecken könnten wir jetzt lernen. Aber ich würde sagen, wir lernen vielleicht erstmal Unwetter. Ich glaube, das wäre besser. Und die Mana-Regeneration ist jetzt schon schnell. Also der ist zwar teuer, ne? Aber die Mana-Regeneration ist verdammt gut. So, mir fällt noch ein, ich kann noch die ganzen Armbrüste verkaufen. Und zu Belia können wir jetzt auch nochmal gehen und gucken, was der so für uns hat. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Mich fragt ja keiner. So, Mister. Es ist praktisch unmöglich, ihm diesen Anhänger zu stehlen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ich hab doch bestimmt noch die verdorbene Beere. Anhänger des Rates. Mana Bonus 25. Die Sache ist, also die, das bringt mir jetzt nicht so viel. Naja, was man hat, hat man. Ich komme aus dem alten Minental. Was hast du zu berichten? Der Feind hat sich dort formiert und wartet mit einer Armee von Orks und Drachen auf. Das ist uns schon von Milton mitgeteilt worden.
Aber wie steht es um die Erzlieferung des Königs? Die Mine, die Garund im Tal ausheben lässt, wird den Bedarf des Königs nicht decken. Die Tage werden grauer und das Licht der Sonne immer schwächer. Ich bin von Männern in schwarzen Roben angegriffen worden. Ich weiß, das sind die Suchenden, Schergen der Unterwelt Beliars. Nimm dich vor ihnen in Acht. Sie werden versuchen, von dir Besitz zu ergreifen. Bist du erst einmal besessen? Bist du nicht mehr du selbst? Dann kann dir nur noch hier im Kloster geholfen werden. Also sei vorsichtig. Ich habe Karas darauf angesetzt, sich mit der Materie zu befassen. In Kürze wird er sicherlich mehr Erkenntnisse gewonnen haben, die uns weiterbringen. Hier, diese Rune wird dich direkt zum Kloster zurückbringen, wenn du unsere Hilfe bedarfst. Danke. Denk daran, wir müssen Widerstand leisten. Sonst sind wir alle dem Untergang geweiht. Ich habe einen seltsamen Almanach gefunden. Tatsächlich? Was ist das für ein Almanach? Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, du wüsstest, was damit zu tun ist. Für wahr, das ist sehr beunruhigend. Gut, dass du es mir gebracht hast. Das war sehr klug. Ich nehme an, dass es noch mehr davon gibt. Geh und finde noch weitere dieser Bücher der Verdammnis. Ich vermute, es ist ein Machtinstrument der Suchenden. Damit kontrollieren sie die verlorenen Seelen ihrer Opfer. Die Namen derer, die sie zu übernehmen planen, schreiben sie offensichtlich in die Bücher hinein. Pass auf! Ich gebe dir jetzt diesen magischen Brief. Er wird dir die Namen zeigen, die in den Büchern zu lesen sind. Finde diese Opfer und bring mir ihre Bücher. Ich werde sie unschädlich machen. Doch vorher solltest du wenigstens eins davon Karas zeigen. Vielleicht hilft ihm das bei seinen Studien. Begehe nicht den Fehler, sie selbst vernichten zu wollen. Du bist ihrer Macht noch nicht gewachsen. Komm den Suchenden nicht zu nah, sonst werden sie von dir Besitz ergreifen. Solltest du trotzdem ihrem Ruf nicht entgehen können, dann komm so schnell wie du kannst zu mir zurück. Nur hier im Kloster kann deiner Seele geholfen werden. Gibt es keinen Schutz gegen ihre mentalen Angriffe? Möglich. Karas könnte etwas darüber wissen. Ja, alles klar. Segne mich, Meister. Möge Innos sein zwischen dir und dem Leid auf allen gottlosen Pfaden, die du beschreiten wirst. Ich bin gekommen, das Auge Innos an mich zu nehmen. Ich sehe, du hast eine Ermächtigung von Lord Hagen persönlich erhalten, das Auge Innos zu tragen. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Wir sind einer heimtückischen List des Feindes zum Opfer gefallen. Das Auge Innos ist aus diesen heiligen Mauern gewaltsam entwendet worden. Wer konnte so vermessen sein, Meister? Das Böse ist gerissen und wirkt meist im Verborgenen. Nur selten sieht man es ans Tageslicht kommen, um seine bösen Machenschaften zu verrichten. Doch in diesen Tagen ist das anders. Der Feind zeigt sich offen auf der Straße, in jedem Heim und auf jedem öffentlichen Platz. Das kann nur bedeuten, dass er keinen Gegner mehr fürchtet und vor nichts mehr zurückschrecken wird. Einer unserer treuesten Anhänger und Anwärter auf die hohe Robe der Feuermagier ist unerwartet und auf erschreckend bösartige Weise übergelaufen. Pedro, der Feind hat sich seiner bemächtigt und uns damit eine verheerende Niederlage zugefügt. Pedro hat sich gewaltsam Zugang zu unseren allerheiligsten Hallen verschafft und hat das Auge gestohlen. Ich fürchte, er war einfach zu lange alleine draußen vor den Toren und somit außerhalb der schützenden Klostermauern allen lauernden Gefahren ausgeliefert. Wohin ist der Dieb geflohen? Pedro schlug einige der anderen Novizen nieder, die versuchten ihn aufzuhalten, und verschwand im Morgennebel. Viele Novizen sind ihm gefolgt, um das Auge unbeschadet wieder an seinen Platz zu bringen. Wenn du sie noch einholen willst, dann musst du dich beeilen, bevor Pedro für dich unerreichbar wird. Ja, gut, dass ich hier sitze. Nicht so schnell! Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Und das wäre? Jetzt, da du der Gemeinschaft des Feuers angehörst, wirst du auch den Pflichten einer solchen nachkommen müssen. Die Kirche hat sich nicht nur um die Belange der Magie zu kümmern, sie ist auch letzte Instanz in der Rechtsprechung, wie du weißt. Der jüngste Fall, der uns vorgetragen wurde, ist ein bodenloser Schlund und muss aus der Welt geschaffen werden. Worum geht's? Es gibt jemanden in der Stadt, der gefälschte Anteile für die Erzminen der ehemaligen Sträflingskolonie verkauft.
Diese Papiere sind völlig wertlos und haben auch keine Relevanz. Doch schüren sie unter den Leuten ein gewisses Streitpotenzial, das wir uns jetzt nicht leisten können. Der Betrüger soll an alle namhaften Händler in der Stadt und auf dem Land herangetreten sein. Und bei einigen scheint er seine gefälschten Minenanteile sogar verkauft zu haben. Finde diesen Übeltäter und bringe ihn vor dieses Podium. In solchen schweren Zeiten dürfen wir keine Betrüger und Plünderer dulden. Wir werden an ihm ein Exempel statuieren müssen, um den restlichen Pöbel abzuschrecken. Ich werde versuchen, die Sache zu klären. Vielleicht noch eine Anmerkung. Wenn du die Händler des Landes aufsuchst, dann lass sie nicht merken, dass du nach den Minenanteilen suchst. Ich denke, sie werden sie weiterverkaufen wollen und würden sie dir sicherlich nicht mehr anbieten, wenn sie merkten, dass du im Auftrag der Kirche mit ihnen handelst. Verstehst du? Ja. Dann mach dich an die Arbeit. Ich wünsche dir viel Erfolg, Bruder. Noch eine Kleinigkeit. Halte dich von den Wegschreinen fern. Uns ist zu Ohren gekommen, dass einige von ihnen geschändet worden sind. Niemand vermag zu sagen, was sie nun bewirken. Es ist nicht deine Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Die Paladine werden sich der Sache annehmen. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Das hätte er doch besser wissen müssen. So, ich könnte eigentlich die anderen noch bestehlen, ne? Hier. Ulta und Serpentis haben bestimmt auch coole Sachen. Fast unmöglich und bei ihm auch fast unmöglich. Ich habe ja genug Mana, dass ich das jetzt sowieso nicht mehr brauche. Also von daher. Ich glaube 600 hat gereicht. Und ein bisschen Gold jetzt zu haben, schadet ja nicht. Wir haben ja ganz schön viel ausgegeben. Es wird schwer so sein, Schatzkammerschlüssel zu stehlen. Ich brauche ein paar Dinge. Den brauche ich auch. Stab von Innos. 250 Schaden benötigt. Mana 500, 200 Bonus. Vierfache Mana-Regeneration. Den brauche ich. Aber der ist teuer. Scheiße. Aber den brauche ich. Also den muss ich mir noch holen, ey. Junge, Junge, Junge. Ich brauche ein paar Dinge. So, den können wir auch mal ein paar Sachen hier verkaufen noch. Diese ganzen Kram brauche ich ja nicht. Gürtel des Diebes. Achso, das ist so ein Set-Gegenstand auch, ne? Ja, das ist eher was für Geschicklichkeitscharaktere, das brauche ich nicht. Mana-Regeneration, ja, ist besser als Mana-Bonus, würde ich einfach mal behaupten. Das Ding verkaufe ich auch, das brauche ich auch nicht. Ding der Macht. Der Stärke kann weg. Aquamarinring kann ich behalten. Wächterring, ganz ehrlich, ich trage sie sowieso nicht. Trage ich eigentlich auch nicht. Schamanenring, Eisenring, noch ein Eisenring. Mana-Bonus, da habe ich ja die hier. Die könnte ich vielleicht noch tragen. In Kombination mit einem anderen Amulett. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Ja, das ist halt einer dieser Set-Gegenstände, ne? Behalte ich dann erstmal, aber drei brauche ich davon auch nicht. Ja, die Dinger kann ich eigentlich auch alle verkaufen hier. Rüstung könnte man auch noch überlegen, dass man die verkauft, weil ich kann sie sowieso nicht tragen. Aber die
sind ihm gar nichts wert, oder? Oh. Ja gut. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Können wir mal gucken, was in der Schatzkammer ist? Hey, du! Es wäre riskant, sein wertvolles Elixier zu stehlen. Ja, will ich doch mal schauen. Hey! Nice. Hey! Oh je. Hier sind die dicken Truhen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in dieser Version hier auch geile Sachen sind. Deswegen lohnt sich das bestimmt. Natürlich. Ich meine, alleine schon für diese Sachen lohnt sich das ja schon, ne? Immer mehr Magieresistenz und so. Kann man mal machen. Das ist gut, das bringt alles Gold. Das hätte er doch besser wissen müssen. Schön, schön. Das bringt auch alles Gold. Ja, gut. Sehr, sehr gut. Schade, dass dieser Kristall da oben so hängt. Das wäre irgendwie cooler, wenn er, weiß nicht, am Gürtel vielleicht hängen würde, vorne oder so. Aber wenn der da noch ein bisschen leuchtet nachts, boah, das wäre richtig geil. Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Muskeln aufbauen. Glaubst du wirklich? Glaubst du wirklich daran? So, dann müssen wir nochmal mit Karras sprechen. Bruder, du darfst keine Zeit verlieren. Du musst Pedro zur Strecke bringen und das Auge Innos zurück ins Kloster holen. Wenn wir das Auge nicht wiederbekommen, sind wir alle verloren. Ja, dafür, dass das so wichtig ist, macht er aber recht wenig, ne? Gibt es einen Schutz gegen die mentalen Angriffe der Suchenden? Keine Ahnung, dazu weiß ich noch zu wenig. Frag mich später nochmal danach. Was macht das Studium? Es ist mir gelungen, etwas über die Suchenden herauszufinden. Und das wäre? Sie sind ganz offensichtlich dämonischen Ursprungs. Naja, zumindest stehen sie oder standen sie unter dämonischem Einfluss. Pass auf, wenn du ihnen begegnest. Das ist ja mal ganz was Neues. Tut mir leid, aber ich habe noch nicht genug Material, um genauere Aussagen zu treffen. Aber wenn es dir gelingen würde, mir etwas von ihnen zu bringen, das ich untersuchen könnte... Welches Material benötigst du? Was weiß ich, irgendwelche Gegenstände, die speziell zu diesem Wesen gehören. Soll ich dir eine Leiche bringen? Nein, bist du wahnsinnig. Die Gefahren eines dämonischen Wesens innerhalb der Klostermauern sind viel zu groß. Es reicht, wenn du die Gegenstände, welche typisch für diese Wesen sind, ausfindig machst. Die Reste der anhaftenden dämonischen Aura sollten genug Anhaltspunkte für eine Untersuchung bieten. Könnte der Schläfer seine Finger am Spiel haben? Ich habe die Geschichte mit dem Schläfer gehört, aber aus der Ferne kann ich dazu keine Aussagen treffen. Es gibt unzählige Dämonen und jeder von ihnen könnte beteiligt sein. Ich werde sehen, was ich tun kann. Es wäre sicher von großem Nutzen. Ich werde derweil meine persönlichen Forschungen vorantreiben.
Ja, müssen wir nochmal in Hyrokas magischen Brief gucken. Vino, Malak und Bromor. Ist das wirklich wahr? Ich denke auch, dass ich mich gleich mal in die Stadt teleportiere und schaue, ob ich dann Unwetter lernen kann. Wenn du ins Kloster willst, solltest du mit Milton reden. Er wird dir sicher weiterhelfen. Was meinst du? Lassen die mich da überhaupt rein? Vielleicht. Aber so wie du aussiehst, kann ich dich mir nur schwer in einer Novizenrobe vorstellen. Quatsch, kein Unfug. Novizenrobe. Ich brauch was zwischen die Kiemen, sonst beiß ich noch in die nächste Baumrinde. Hast du einen Novizen vorbeikommen sehen? Ja klar, er ist da lang. Er ist von der Brücke ins Wasser gesprungen und geschwommen, als wenn ein Hai hinter ihm her wäre. Ah, ich glaube, ihn will ich mal auch bestehlen. So, und dann gehen wir jetzt einmal in die City. Mal schauen, was der gute Myx hier... Steck die Waffe weg. Na bitte, geht doch. Hey. ...hier beibringen kann. Unwetter und Wasserschlange. Wieso ist Wasserschlange teurer als Unwetter? Hey, du. Wäre auch fast unmöglich, ihn zu bestehlen. Hey, du. Ja, komm, hey, wir lernen mal du. Unwetter und gucken, wie gut das ist. Oder soll ich... Oder soll ich doch den Golem lernen? Aber Unwetter ist eigentlich schon gut gegen viele Viecher, ne? So, was kostet das denn jetzt an Mana? 200, Magieschaden 600, ja, das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Wir können ja mal spaßhalber hier testen. Weil überlegt euch mal, ich nehme so einen dreifachen Mana-Trank und spam dann einfach Unwetter. Wer erzählt denn sowas? Das könnte ich mir schon ziemlich stark vorstellen. Von mir erfährt keiner was. Das können wir eigentlich mal ausprobieren. Guck mal, jetzt habe ich 2100 Mana. Das ist schon stark. Von mir erfährt keiner was. Und meine Skelette sind ja auch gut. Das Einzige, was ich jetzt mal kurz testen wollen würde, wäre... Hat hier gerade seine Waffe gezogen? Achso, bestimmt ist Xardas wieder am Trainieren hier. Ich will einmal zu Belia und gucken, was ich mit der Klaue jetzt machen kann in Kreis 4. Menschenfresser Fangheuschrecke. Gegner treffen, die im nächsten sind. Mana-Verbrauch 100. Schaden an Lebenspunkten pro Sekunde 125.
Was? Das klingt stark. Warte mal. Boah, das ist stark. Alter, das ist ja mega stark. Wenn man sich das mal überlegt, weil das stunt ja auch noch. Mein Gott, ein Kampf. Guck mal, wie stark das ist. Also, weil das Stunt ist, das einfach so stark, ne? Ich weiß gar nicht, dass Harald 4000 Lebenspunkte hat. Aber ich glaube, ich lerne das. Weil das ist schon gut. Ich denke mal, das hat schon seine Daseinsberechtigung. Ja. Ich glaube, das kann sehr gut sein. Würde ich mal behaupten. Okay, dann würde ich vielleicht... Ja, wir können wirklich mal in die Stadt gehen. Und hier schon mal gucken, wegen der Minenanteile, ne? Hier kannst du Bromor gehen und seinen Almanach holen. Ich bin ganz deiner Meinung. Man darf halt nicht alles glauben. Zeig mir deine Ware. Wird sich das jemals ändern? Du hast Minenanteile in deinem Sortiment. Wer hat sie dir verkauft? Minenanteile? Ups, wo kommen die denn her? Keine Ahnung, wie ich daran gekommen bin. Ehrlich nicht, Ehrwürdiger. Hatte das nicht. Man weiß gar Zeig mir deine Ware. Glauben kann. Ich sehe, du hast Minenanteile zu verkaufen. Davon weiß ich nicht. Von mir aus kannst du sie haben. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Das wundert mich nicht. Ich habe die Waffen mitgebracht, die du zum Tauschen suchst. Gut, gib her, Willen. Du bist ein ziemlich mittelmäßiger Schütze. Ja, ja, gib einfach. Die Probleme habe ich kommen sehen. Das habe ich noch gar nicht gewusst. So. Ich eigentlich noch rostige Waffen für ihn? Die will er ja irgendwie nicht haben, ne? Oder? Oder habe ich es noch gar nicht versucht? Hey, du! Ich habe deinen Lieblingsschrott mitgebracht. Also gut. Ah, doch. Erledigt. Und hier ist deine bescheidene, aber dennoch faire Bezahlung. Okay, cool. Will Gerbrand jetzt eigentlich noch meine Waffen haben? Ja, offenbar schon. Ich glaube, ich habe etwas Interessantes für sie. Zeig es mir. Wo ist... Ich habe eine Waffe für Herrn Gerbrand. Zeig sie mir. Ich hab deine Ware. Okay. Kassier, Kassier. Du wusstest zu viel. Und dein dummer Degen hat dir nichts genützt. Ich habe dich gewarnt. Hat dich die Frau zum Schützen gebracht? Und ihre Liebhaber? Ramirez zum Beispiel. Was denkst du? Nicht so gut? Ohoho. Möge Kassia im Biliars Schlafzimmer nicht frieren. Und für dich diese besondere Heilrune. Du kannst nicht so einfach eine davon bekommen. Alles im Lot?
Oh, ja. Andres Krücke. Man sagt, dass André, bevor er ein Ritter wurde, in der Palastwache von Gengar diente und viel trank. Er benutzte diese Krücke, um nach Hause zu kommen, wenn er sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Und in Tavernen, um schlampige Barkeeper zu ermahnen. André bewahrt sie immer noch als Erinnerung auf. Nun, du hast dir diesen seltenen Stein der Macht der Bestie verdient. Ich gratuliere dir. Das habe ich schon immer gesagt. Ich werde die Waffen auf deiner Liste bald bringen. Millen. Das ist mal wieder typisch. Okay, eine Heilungsrune nochmal. Die heilt sogar besser. Das weiß doch inzwischen jeder. Das ist cool. Erhöht vorübergehend die Stärke um 25. Okay. Das ist ja schrecklich. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Es wäre riskant, seinen Schlüssel zu stehlen. Das sollte ich vielleicht auch nochmal machen. Wir sehen dich, du Wurm. Du kannst uns nicht entkommen. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Und das wird hier geht der Borker auch auf mich. Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Ich habe Angst, dass ich Borker aus Versehen töte. Ich jetzt mit Zaubern hier rumhantiere. Aber eigentlich. Oh shit, ich habe gar keinen Mana. Wieso ist meine Mana-Regeneration jetzt nicht aktiv? Ach, ich bin verflucht. Shit. Das ist nicht gut. Ich will den nicht umbringen. Borker hin. Borker? Bist du ins Wasser gefallen? Was macht der da hinten? Völlig übermotiviert. Ich muss irgendwas nehmen gegen Fluch. Habe ich noch was gegen Fluch? Ja, das, ne? Aber ein bisschen verschwenderisch. Warte mal. Du hast ja einen ganz schönen Schlag drauf. Du bist besessen. Was? Wovon redest du da? Verschwinde! Aber interessant, dass Borker ihm geholfen hat. Also. Das wundert mich nicht. Warum erfahre ich das jetzt erst? Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Was hat er denn hier alles Schönes? Wollen wir doch mal gucken. So. Ja, Minenanteile könnte ich... Wer hat denn noch Minenanteile in der Stadt? Hast du auch welche? Gute Reise, ehrwürdiger Magier. Schwierig, ihre Kostbarkeiten. Gute Reise, ehrwürdiger Magier. Muschelfleisch. Einige
Probleme erledigen sich. Da haben wir ja noch einiges von. So, was ich auch noch checken muss, ist, ob Constantino noch weitere, wie heißt es, Grundstücke hat. Hey, du, da bist du ja wieder. Da bin ich ja wieder. Zeig mir deine Ware. Du. Ja, einen hat er, da könnte ich mir noch einen Mana-Trank machen. Ja. Dann mache ich das mal. Steck die Waffe weg! Hallo! So. So ist es ja auf jeden Fall Salandrill, der die Minenanteile verkauft, aber muss ja auch die anderen alle finden. Ich glaube, Kanta hat welche. Ich glaube, Erol hat auch welche. Orlan. Ich weiß nicht, ob Lutero welche hat. Muss ich mal schauen. Hey! Zeig mir deine Ware. Das ist ja schrecklich. Verstehe. Das ist ja schrecklich. Das ist ja schrecklich. Zeig mir deine Ware. Es ist mir eine Freude, Ehrwürdiger. Das höre ich zum ersten Mal. Aktie der Minen von Corinus. Du gehst jetzt ins Kloster und lässt dich verurteilen. Was? Du bist ja wohl nicht mehr ganz frisch. Einen Dreck werde ich. Diese miesen Magier haben doch gar nichts gegen mich in der Hand. Und was ist mit diesen gefälschten Erzminenanteilen, die du überall im Land verschachert hast? Es ist deine Unterschrift drauf. Du bist schuldig. Was? Ich werde dich das Viertel herunterschleifen wie einen dreckigen Lumpen. Wieso hat er das auch überhaupt unterschrieben? Voll krass jetzt hier. Meine Meinung will ja seinem kleinen Messer. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Da muss man mal zuhören. Das habe ich schon immer gesagt. Ich habe mir das schon gedacht. Was du nicht sagst. Also bei allen, die 1000 Lebensenergie haben, kann ich auch bedenkenlos eigentlich meinen Insektenschwarm da einsetzen. Weil das stunt und ja, den dann schon 3/4 der Lebensenergie sicher abzieht. Das ist ja schrecklich. Das hätte er auch selbst wissen können. Ich glaube da nicht dran. Ich habe mir das schon gedacht. Mein Mann sieht das anders. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Er erzählt alles weiter. Hey, du. Okay, okay, du bist der bessere von uns beiden. Gehst du jetzt ins Kloster oder soll ich dich nochmal? Das wirst du noch bereuen. Ja, verdammt. Ich gehe ins Kloster. Aber glaube nicht, dass du damit durchkommst. Ja, was für eine leere Drohung. Was soll denn passieren? Was du nicht sagst. Das interessiert mich nicht. Das ist ja schrecklich. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Aber mit ihm fortgespült wurden Bäume und Tiere. So, du hast, glaube ich, keine Minenanteile. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. War klar, dass der 3 hat, weißt du? Du verkaufst illegale Minenanteile. Ja und? Was soll's? Mach ich es nicht, macht's ein anderer. Ich muss weiter. Von mir aus. Das ist ja eine tolle Argumentation. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware.
Du verkaufst Minenanteile. Ja, was für ein Reinfall. Auf so eine windige Sache lasse ich mich nie wieder ein. Zeig mir deine Ware. Okay, die hat sowas nicht. Hey. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Es ist mir eine Ehre. Ja, mir ist es auch eine Ehre. Wo hast du die Minenanteile her, die du verkaufst? Tut mir leid. Das kann ich dir nicht sagen. Ist mir zu gefährlich. Was soll denn daran gefährlich sein? Vor allen Dingen, ich meine, die sind unterschrieben. Man weiß, von wem sie sind oder wer zumindest damit zu tun hat, weil sie ja von ihm unterschrieben sind. Das ist irgendwie total dumm. So, dann gehen wir mal zu Roland. Roland hat auch Minenanteile und dann war es, glaube ich, noch Erol. Ah, und Sekops Frau, glaube ich, auch noch. Ich weiß nicht, oh ja, genau, und auf Onas Hof, die eine Tochter von Ona. Man weiß gar nicht mehr. Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder des Rings. Ist doch wahr. Ist doch wahr. Ich glaube, den kaufe ich mir mal nicht. Den kann ich mitnehmen. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder des Rings. Ah, nee. Das war doch schon vorher. Du verkaufst Minenanteile? Klar, von mir kannst du alles bekommen, wenn der Preis stimmt. Ja, er ist echt der Beste. Die Starkwohl, die der Insektenschwarm bei Suchenden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch stark ist, ne? Guck mal, wenn... Wieso hat das jetzt nicht getroffen? Also zwei davon und ein Suchender ist weg. Ist stark. Kann man nicht sagen, denke ich. Bevor ich Basta wieder Minecrawler-Platten gebe, kann ich mir erstmal von Wolf die Crawler-Platten rüsten holen. Das habe ich früher auch immer. Zeig mir deine Ware. Die Auswahl ist nicht sehr groß. Das war doch schon vorher klar. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Da kannst du eh nichts dran ändern. Ich habe ja so etwas. Oh shit, das wollte ich gar nicht. Das habe ich noch nicht gewusst. Okay, er hat keine Minenanteile. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ach ja, Sekops Haus ist ja belagert, ganz vergessen. Was kannst du mir anbieten? Was willst du haben? Äpfel. Gepfefferte Wurst. Schämst du dich nicht, illegale Minenanteile zu verkaufen? Nein, ich muss auch leben. Und außerdem habe ich sie nicht in Umlauf gebracht. Hey, du. Ist was passiert? Du musst mir helfen. Die schwarzen Männer sind in mein Haus eingedrungen. Du musst mir helfen, werter Herr Magier. Die Kerle sagten, sie würden etwas suchen, aber doch nicht in meinem Haus. Bitte, hilf mir. Mach, dass sie wieder verschwinden. Ja, das ist der perfekte Zeitpunkt für ein Unwetter. Ja.
Da ist er! Ja, kann man machen, ne? Drei Unwetter und Suchenden. Also, die Suchenden sind weg. Gerade nur, ob ich noch irgendjemand anderen erwischt habe, weil einer hat weniger Erfahrung gebracht. Dass ich irgendeinen Feldarbeiter noch aus Versehen umgehauen habe. Oh, doch, habe ich. Scheiße, wer war das? Oder Bauer. Dein Haus ist leer. Die schwarzen Männer sind weg. Ich danke dir, werter Herr Magier. Was wären wir nur ohne die schützende Hand der Geistlichkeit? Nicht so schnell, mein Freundchen. Mich interessiert nur eins. Was wollten die schwarzen Männer in deinem Haus? Ich kann es mir nicht erklären, ehrenwerter Herr Magier. Vielleicht hat es... Was? Tut mir leid. Ich habe vor einigen Jahren geschworen, darüber zu schweigen, und ich habe auch nicht vor, meinen Schwur zu brechen. Alles, was ich tun kann, ist dir ein wenig Gold geben und dich bitten, mich zu verschonen. Gib schon her, ich hab's eilig. Hier. Na, immerhin. Na, immerhin. Da ist... Da ist... Irgendwie ist das total der Hohn, dass ich ihn mit Belia-Zaubern weghaue. Shit, er greift gerade fester an. Oh. Fester ist tot. Diesen Zauber habe ich nie viel benutzt. War der in Original Gothic auch schon so stark? Oder wurde er hier angepasst? Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass ich den mal benutzt habe und mir dachte, wow, der ist aber gut, ne? Wo hast du das denn schon wieder her? Ich habe gehört, du kannst Rüstung aus Crawlerplatten herstellen. Stimmt. Von wem hast du das gehört? Ein Jäger namens Gestarth hat mir davon erzählt. Kannst du mir so eine Rüstung herstellen? Klar, bring mir 10 Crawlerplatten, dann mache ich dir eine. Wie viel willst du dafür haben? Ach, lass gut sein, ich mache sie dir umsonst. Der alten Zeiten willen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich hab mir das schon gedacht. Von mir hatte das nicht. Das ist doch alles gut. Ich hab die Crawlerplatten für die Rüstung. Das hab ich noch gar nicht. Gut, immer her damit. Ich hab so. Okay, wo ist die Rüstung? Ich werde sie dir zusammenbauen. Komm morgen wieder. Das hast du nicht gewusst. Jo, alles klar. Nicht, dass ich das hätte auch selbst wissen können. Noch mehr Ärger. Mann, ich hatte echt schon geglaubt, dass die mich hängen. Ist ja nochmal gut gegangen. Das kannst du wissen. Du hättest mal das Gesicht von dem Soldaten sehen sollen, als der mich rausgelassen hat. Der hatte sich vor Angst fast in die Hose gemacht. Da fällt mir ein, ich hab was für dich. Was meinst du? Ein Geschenk. Was für ein Geschenk? Wir haben von den Drachen gehört, die im Tal sein sollen. Sie sind da. Schon gut, ich glaub dir ja. Jedenfalls habe ich mir gedacht, dass du dich sicherlich bei der anstehenden Drachenjagd beteiligst. Und? Nimm diesen Trank. Mein Vater hat ihn in einer alten Gruft weit, weit weg von hier gefunden. Noch ein Schild. Oh, danke. Nett von dir.
So, ich muss einmal kurz einen Cut machen. Weiter geht's. Dann gehen wir mal zu Mr. Wolf. Okay, wo ist die Rüstung? Ich hab sie fertig. Hier ist sie. Ist ziemlich gut geworden, finde ich. Danke. Nicht der Rede wert. Übrigens. Ich hab vielleicht einen Job für dich. Auf Bengars Hof. Lass hören. Der passt zum Minental. Mündet genau in Bengars Bauernhof. Er hat Probleme mit den ganzen Biestern, die sich durch den Pass zwängen. Jemand müsste Bengars Hof verteidigen. Das wäre was. Dann wäre ich wenigstens weg vom Hof hier und muss nicht mehr auf die Schmiede starren. Хорошо. Это будет стоить 800 золотых. Stolzer Preis. Да. Для одного из нас я сделал бы это практически бесплатно. Но для тебя... Ja, natürlich, hier. Hier ist dein Gold. Хорошо, я иду туда. Посмотрим, что там за звери. Увидимся позже. Coole Stimme hat er da in Russisch. So. Geschicklichkeit braucht die. Interessant. Ah, Gorn. Was ist los? Alles klar bei dir? Du hast meinen Arsch gerettet, Mann. Das vergesse ich dir nie. Was willst du jetzt machen? Ich denke, ich werde mir erstmal den Bauch vollschlagen. Und dann? Mal sehen. Vielleicht gehe ich in die Minenkolonie zurück. Jemand sollte ein Auge auf die Orks werfen. Sonst stehen sie plötzlich ohne Warnung alle hier vor der Tür. Das könnte gut sein. Hey, du. Verdammt, was ist los? Hast du was zu tun für mich? Hast du diese schwarzen Kapuzentypen hier vorbeischleichen sehen? Mir sind die Typen nicht ganz geheuer, sage ich dir. Als ich damals noch zur See gefahren bin, habe ich ja schon einige seltsame Dinge gesehen. Aber diese Kerle machen mir Angst. Sie sind in Richtung des Banditenlagers in den Bergen am südlichen Ende des Tales gezogen. Das Beste wird sein, du gehst da mal nach dem Rechten sehen und legst die Kerle um. Ja, das mache ich. Hm? Ich sehe, du hast einen ganzen Haufen Pfeile. Ja, ich mache sie selbst und alle Seltener kaufen sie nur bei mir. Wirst du mich unterrichten? Naja. Du kennst Lee und er scheint dir zu vertrauen. Ich bin bereit, dich zu unterrichten, aber ich habe eine Bedingung. Und die wäre, du wirst nur Pfeile für dich selbst herstellen, nicht für den Verkauf. Ich bin der Einzige, der auf dem Hof Pfeile verkauft. Haben wir eine Abmachung? Natürlich haben wir das. Du hast mein Wort. Ja, nee. Das hätte er auch selbst wissen können. Ah, gut, dass du kommst. Was gibt's? Das hier habe ich in der alten Kapelle gefunden. Es ist eine magische Rune. Ich glaube, sie teleportiert dich direkt hierhin zum Hof. Ich dachte, du könntest sie vielleicht gebrauchen. Elixiere hat er. Ich komme aus dem Minental. Die Burg dort wurde von Drachen angegriffen. Also doch. Laris hat erzählt, dass in der Stadt Gerüchte über Drachen kursieren. Ich habe es nicht geglaubt. Was ist mit den Paladinen? Sie sind ziemlich dezimiert worden. Gut, vielleicht wird das Lord Hagen dazu bringen, mit seinen Männern ins Minental zu ziehen. Je weniger Paladine sich hier aufhalten, desto besser. Geistiges Elixier wirkt stark auf den Geist, kann sogar töten. Okay. Drei Titel erhalten Erzkugeln? Was hat das jetzt gebracht? Er musste es ja besser wissen. Das war keine große Sache. Verstehe ich nicht. Hast du eigentlich vielleicht auch noch... Oh shit, das war gar nicht der, den ich trinken wollte. Interesse an weiteren alten Münzen? Sicher. Hast du noch welche? Ein paar. Danke, hier ist dein Geld. Bring mir alle, die du finden kannst. Schön.
Das hat gute Erfahrungen gebracht. So, dann würde ich sagen, da gehen wir eben die Suchenden töten. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Achso, das Irrlicht können wir auch noch holen, ne? Ist ja. Früh am Morgen. Meine wilden Verwandten werden mich rächen. Ja, wir kriegen auch mehr Erfahrung jetzt. 45 statt 30. Ich bin mal gespannt, wie stark das bei so einem Drachensnapper ist und ob ich den dann auch stunnen kann. Okay, das dachte ich mir fast. Shit, der tötet die ganzen Schafe. Nein, wieso greifst du mich an? Ja, bei den Viechern muss ich auf jeden Fall bei Skeletten bleiben. Die nicht ausrauben. Ah doch. Es geht doch. Oh. Oh. Ist ja richtig was los. Bei Untoten auch wirkungslos, ne? Einfach nur zu gucken. Ja. Nein! Ich dachte gerade, ich fall irgendwo noch tiefer runter. Oh shit, Alter, was geht denn da ab da oben? Hohoho. Du Kacke! Stimmt ja! Mein Skelett! Nein, das kann ich so nicht machen. Mein Skelett tötet da unten die ganzen Bauern. Ich muss erstmal da runter. Ich dachte gerade, wer kämpft, aber stimmt, da unten sind ja noch die Bauern. Das kann ich so nicht machen. Mana. Okay, der ist verflucht. Auch diese Seele wirst du nicht mehr retten können, Magier. Er wird nie mehr zu den Seinen zurückkehren. So, das war's für dich.
Wenigstens hat er mich nicht verflucht. Warte mal. Du brauchst Hilfe. Ich will einfach nur nach Hause. Ich gehe zurück zu Bengar. Ich hoffe, dass er noch lebt. Warte mal. Okay, das war... So, das war's mit dir, du Mensch. Mann, ich wollte doch gar nicht gegen euch alle kämpfen. Sind die anderen tot übrigens? Ich glaube, einige von denen sind tot. Scheiße, Malak ist... auch tot. Mann. Ich will mal gucken, was Bengar jetzt sagt. Weil der hat da bestimmt einen Dialog für, aber... Das ist alles wieder nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Mann. Also ich darf nicht zu nah dran stehen. Wenn ich zu nah dran stehe, klaut er mir wieder meinen Mana. Einige Bauern sind zurückgekehrt. Wieso greift die mich jetzt an? Hä? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht, warum die mich jetzt angreifen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich hab dir den Söldner besorgt, den du wolltest. Ich hatte noch nie so jemanden auf meinem Hof. Hoffentlich geht das gut. Hier, nimm dies. Ich denke, das kannst du gebrauchen. Malak ist tot. Dann wird alles nur noch schlimmer werden. Das wird schon wieder. Wolf ist schon ein merkwürdiger Kerl, aber ich denke, das wird schon irgendwie gehen. Malak ist tot, das wird schon wieder. Ja. Alles nicht so ganz so schön, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt kann ich dann wenigstens mal da hoch und da oben noch aufräumen. Hoffentlich. Ich habe da gerade schon so einen untoten Schattenläufer oder sowas gesehen. Oh ja, hier ist ja richtig was los.
Wieso kann ich da wieder jetzt nicht hoch? Jetzt noch einmal probieren. Oh, scheiße. Ja, da machen wir es auf den üblichen Weg. So, ihr vier. Attacke. Ja, du steckst im Boden fest. Also irgendwie habe ich gerade nicht so viel Glück. Wollt ihr vielleicht auch mal? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Dann machen wir es jetzt nochmal anders. Junge, er weicht einfach aus. Ja, natürlich, und der trifft auch einfach nicht, der zweite. Lad das nochmal. Das ist doch nicht normal hier. Gerade. So, jetzt drauf da. Attacke. Das wäre nicht hin. So, der ist schon mal tot. Das ist doch schön. Dieser bescheuerte Beschwörer, was zur Hölle machst du da? Nitzgl. Ist das ein Nazgul oder was? Noch so ein Zombie gesehen, als ich hier war. Ist er weg? Bin hier hochgelaufen? Aber wie zur Hölle? Wie zur Hölle kam der hier hoch? Also ich meine, klar kann der laufen, aber das ist total merkwürdig, weil Zombies sind doch
der Wegfindung, glaube ich, jetzt auch nicht die allerbesten. Verrückt. Einfach verrückt. Okay. Ich hasse diese Zombies so sehr, ne? So. Ich denke aber mal, das war's jetzt. Hoffe ich. Er hat auf die falschen Leute gehört. Die schwarzen Männer in den Bergen sind von uns gegangen. Du konntest es mit ihnen aufnehmen? Guter Mann. Die Kerle waren mir nicht geheuer. Hätten bestimmt noch eine Menge Ärger gemacht. Hey! Zeig mir deine Ware. Was kann ich dir anbieten? Was hat die gerade stehen gehabt? Mit wem ich rede, ist deine Ware? Hä? Das war noch schon vorher klar. Ich habe für so etwas keine Zeit. Du verkaufst Minenanteile. Und wenn schon. Ich habe sie ja auch für teures Geld kaufen müssen. Davon lasse ich lieber die Finger. Toll. Das hat er doch vorher gewusst. Okay, dann werden wir jetzt zurück zum Kloster gehen. Geben wir Karas mal ein, der Almanachs. Hey, ich habe hier einen Almanach der Besessenen. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Zeig mal her. Ja, das könnte gehen. Ich werde das Buch untersuchen. Bei einer Sache bin ich mir allerdings jetzt schon sicher. Meines Erachtens handelt es sich bei den Suchenden um eine von Beliar geschaffene, völlig pervertierte Lebensform. Diese Wesen sind zum Teil dämonisch und zum Teil menschlichen Ursprungs. Doch ob es sich um eine Art der geistigen Besessenheit oder gar eine rein körperliche Mutation handelt, bin ich mir noch nicht sicher. Kommt später nochmal wieder, dann weiß ich sicherlich mehr. Ja, schön. Gibt es einen Schutz gegen die mentalen Angriffe der Suchenden? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Warum erfahre ich das jetzt erst? So, ich denke mal, die Minenanteile haben wir jetzt alle, dann können wir das abgeben. Ich habe einige Minenanteile ausmachen können. Ich schätze, das waren alle. Gut gemacht. Du hast dir eine Belohnung verdient. Nimm dieses Schutzamulett. Es wird dir weiterhelfen auf den Wegen, die du noch beschreiten wirst. Ich weiß, wer die Minenanteile in Umlauf gebracht hat. Es war Salandril, der Alchemist im oberen Viertel der Stadt. Dann bring ihn hierher. Wir haben mit ihm zu reden. Salandril ist hier im Kloster. Gut gemacht. Wir werden uns später mit ihm befassen. Ja, das ist wirklich ein gutes Schutzamulett. Das ist wohl gut. So, und dann würde ich noch einmal kurz zum Hof von Ona. Einfach noch, weil ich einmal kurz zu Basta will. Dann will ich noch mal kurz zu Sagida. Dann gehen wir von Sagida aus Richtung Pedro. Also hier beim Thema Taschendiebstahl, ich finde es schon krass, dass das ganze Mana entzogen wird. Also ich würde mir wünschen, dass es für leichte Taschendiebstähle, es kostet 20 Mana, hat aber auch eine Mindestmana-Anforderung, kostet aber trotzdem nur 20 Mana zum Beispiel, ne? Und dann kostet 50 Mana, 60 Mana, 70 Mana von mir aus. Und
ultra schwere Taschendiebstähle können ja auch 300 Mana oder so kosten, ne? Aber dass immer bei jedem Taschendiebstahl alles weg ist sofort, das ist ein bisschen doof, ne? Guck mal, er ist ja leicht zu beklauen, aber mein ganzes Mana ist weg. Je mehr Mana ich habe, desto schmerzhafter ist es ja, wenn das ganze Mana weg ist. Was diese Trophäen angeht. Что тут у нас? Wie wär's mit Dragosaurus-Hörnern? Hörner sind gut. Ich habe hier noch Schattenläufer-Hörner für deinen Händler. Gut, her damit. Hier hast du deinen Anteil. Ja, gerne. Schau, ich habe Reizzähne mitgebracht. Verdammt geil. Хорошо. Ich habe Krachlerplatten. Mein Händler wird sie gerne kaufen. Danke, Mann. Jetzt kann ich mir heute Abend doch wieder einen brennen. Mehr habe ich nicht. Nicht schlecht, Partner. Ja, nicht schlecht. Jetzt haben wir auch wieder Kohle. Ey, ich könnte mir jetzt sogar den krassen Zauberstab kaufen, ne? Der Ultramana-Regeneration. Boah, soll ich das mal ausprobieren? Glaube ja. Ich glaube, das werde ich tun. Ich will wissen, wie krass meine Mana-Regeneration da ist, weil der ist ja mal 4, ne? Habe ich gespeichert? Ja, ne? Ich brauche ein paar Dinge. Oder geht das nur mit der Feuermagierrobe? Как же здесь холодно. Как же здесь холодно. Ach so, ich trage den falschen. Ich dachte gerade schon, das ist der falsche. Das funktioniert aber nicht, ne? Bei mir gerade. Как же здесь холодно. Как же здесь холодно. Как же здесь холодно. Also es geht nur mit der Feuermagierrobe. Das heißt, wenn ich nachher die hohe Robe bekomme, dann wäre das, glaube ich, gut. Weil da ist die Frage, ob das so viel wert ist, ne? Also die Mana-Regeneration ist jetzt schon schnell, also ist schon gut. Ich brauche ein paar Dinge. Ah, also das ist schon nicht schlecht, ne? Ist natürlich teuer, aber ach, vielleicht. Man erzählt sich ja so einiges. Vielleicht nutze ich den aber trotzdem. Ist das wirklich wahr? Ich erzähl dir doch nichts Neues. Weil so viel Mana-Regeneration zu haben, ist ja schon nice irgendwie. Ist halt teuer, aber ich glaube, wir werden noch genug Möglichkeit bekommen, Geld zu verdienen. Das wird wahrscheinlich nicht das Problem sein. Und ganz ehrlich, wofür soll ich auch Gold horten? So, dann gehen wir einmal zu Sagida. Mir natürlich der extra Schaden. Aber der Schaden ist ja trotzdem verdammt gut. Ich verstehe nicht, warum ich heute so oft getroffen werde. Kann ich irgendwie nicht mehr ausweichen?
Keine Ahnung, was da irgendwie los ist. Oh, oh, tot. Ja, heute ist echt der Wurm drin. Funktioniert das wohl bei dem? So steht eigentlich unten die ganze Zeit Aura der Quelle. Liegt das am Stab? Ja. Reicht es an, ihren Trank zu stehlen? Okay. Welche Ware hast du anzubieten? Sag mir, was du willst. Eine männliche Stärkewurzel hat sie. Aber keine Grundstücke. Na, immerhin. Dieser Mana-Regeneration, da kann ich mal zaubern und gleichzeitig meine Diener dabei haben. Aber das funktioniert wahrscheinlich nur bei Humanoiden, ne? Ja, okay. Aber ist ja nicht schlimm, es gibt ja genug humanoide Gegner. Beziehungsweise eigentlich nur Menschen und... Okay, Suchende sind jetzt nicht unbedingt Menschen, aber... Der Zauber ist trotzdem gut. Oh, da oben liegt noch eine Steintafel. Ja? Ne, das ist eine Drachenwurzel. Oh nein, ich bin gefangen. Hauptsache, die Skelette sind wir ja zum perfekten Zeitpunkt kaputt gegangen. Lupp und weg. Das war nicht so geplant. Wo sind denn alle? Jetzt ist sie wieder da oben natürlich. Dann soll sie da auch bleiben, die blöde Blutfliege. Was soll das werden? Was meinst du? Du bist jetzt schon der Zweite, der hier vorbei hastet, als hätten ihn die Blutfliegen gestochen. Wer war der andere?
Er sah aus wie einer dieser durchgeistigten Novizen aus dem Kloster da hinten. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber irgendwie sind die Burschen nicht ganz richtig in der Birne. Guck dir doch alleine mal ihre albernen Klamotten an. Damit würde ich mich nicht einmal bei Nacht auf die Straße trauen. So, Wo ist der andere hin? Er ist wie der Blitz den Weg da oben raufgerannt. Sehr vorsichtig, was du sagst. Ich war auch einmal Novize im Kloster. Du armes Schwein. Jetzt wird mir allerdings einiges klar. Nichts für ungut. Geh ruhig weiter. Reisende Leute soll man nicht aufhalten. Dir sollte jemand Manieren beibringen. Jetzt sei doch nicht gleich beleidigt. Aber gut, wenn du dich unbedingt prügeln willst, dann zeig mal, was du drauf hast, Novize. Doch, er nennt mich aber Novize. Gib mir deine Heckenschere. Geht das bei dir? Es ist so geil, dass der Stab so viel Schaden macht, ne? Also der ist richtig gut. Und der alte Stab, den ich hatte, der hat ja diesen Zusatzschaden gemacht. Der hat nur 160 stumpfen Schaden gemacht, der macht 250 Magieschaden. Oder ist das Magieschaden? Der ist auch stumpfer Schaden, das ist ja voll geil für Golems und so, perfekt. Richtig nice. Wenn ich heute irgendwie nicht so gut kämpfen kann, ist das schon nice. Dass ich hier alles noch so dazu bekommen habe. Holy shit! Ich kann heute echt gar nicht. Ich hab die ganze Zeit wieder nicht gespeichert. Ey Leute, ich weiß nicht, was heute los ist, ne? Aber das kann doch nicht sein. Guck mal, jetzt habe ich die ganze Zeit wieder nicht gespeichert. Die ganze Zeit nicht. Das ist doch nicht normal. Ich weiß nicht, was manchmal los ist mit mir. Also ich denke auch mittlerweile so, ja, ich bin voll stark. Ich muss mir ja keine Sorgen machen. Aber ich halte halt kaum was aus, ne? Naja, dann gehe ich nochmal kurz zu Sagitta, aber ich glaube, den Rest, den schneide ich gleich dann weg. Achso, die kann mich ja auch noch heilen, stimmt. Das war's ja. Welche Ware hast du anzubieten? Sag mir, was du willst. Und diese männliche Stärkewurzel macht ja auch nochmal den Mana-Wert wieder komplett voll. Das ist doch schön zu wissen. Naja, ich mach mal kurz das, was ich eben gemacht habe. Bis gleich. Leute, ich bin heute irgendwie so dumm, ne? So unkonzentriert. Ich bin halt gerade zur Brücke da gelaufen und dachte auch, ich drück wieder Aufnahme, aber habe ich irgendwie vergessen, jetzt bin ich hier schon weitergelaufen. War gerade am Erzählen, auf einmal merke ich so, ich nehme ja gar nicht auf. Aber ich habe ja, wie gesagt, da nur die ein paar Viecher umgehauen. Ist nicht viel passiert. Also die bei der Brücke standen, wo wir eben schon waren. Ja. Dann gehen wir mal zum Sonnenkreis. Aber heute ist echt, keine Ahnung, der Wurm drin. Ich habe gerade überlegt, ne, also wenn man, der Modder hat ja gesagt, wenn man die Skelette, also man resettet den Timer von den Skeletten, wenn man ein neues beschwört. Aber ich frage mich jetzt, wenn ich eins wegmache,
und ein neues beschwöre. Beziehungsweise jetzt der Timer ja wieder resettet, ne? Und dann kann ich die Skelette ja doch ewig behalten, ohne dass sie jemals kaputt gehen. Zumindest glaube ich das jetzt. Könnte ja funktionieren, ne? Das war mir ja lange nicht bewusst, dass der Timer resettet wird, wenn ich ein neues erschaffe, weil dann dachte ich ja immer so, was passiert denn jetzt? Wann gehen die denn kaputt? Und dann sind sie nicht kaputt gegangen, haben manchmal länger gehalten, manchmal kürzer. Und das lag daran, weil ich eben, oft habe ich ja alle drei kaputt gemacht und eigentlich hätte es gereicht, eins kaputt zu machen. Und die dann neu zu beschwören. So. Hey. Mr. Grimbald. Hast du einen Novizen hier vorbeikommen sehen? Hier sind eine Menge merkwürdiger Gestalten vorbeigekommen heute. So auch die beiden Geigen da oben bei dem Felsbogen. Vorhin war auch noch ein Novize der Feuermagier bei ihnen. Geschicklichkeitstafel. Interessant. Das sind starke Boys. Meine Meinung will ja keiner hören. Wer bist du? Was soll denn das werden? Ein Verhör? Ich hab dir nichts zu sagen, aber du kannst ja mal mit meinem Kumpel reden. Aber sei vorsichtig, er mag keine Fremden. Ich suche einen Novizen. Das ist ja interessant. Wir suchen nämlich auch jemanden. Ach ja? Wen denn? Dich. Ja, das war's für dich. So, dann kommt mal mit. Sind sie doch kaputt gegangen. So macht man das. So wird's gemacht. So, eigentlich hat er ja noch einen Dialog. Der Tübi. Der Suchende hier, aber naja. Muss ich jetzt nicht unbedingt hören, auch wenn das wahrscheinlich ein bisschen Erfahrung gebracht hätte. So, dann würde ich doch mal vermuten, wir gehen zu Mr. Xardas. Oh, das ist ja wirklich, wirklich kaputt. So, ich brauche Mr. Xardas, ich brauche Stadt und ich brauche, ja, okay. Erstmal Mr. Xardas. Das Auge Enos ist zerstört. Was redest du da? Zerstört? Ich habe es oben in den nördlichen Wäldern gefunden und es leider nur noch in Einzelteilen bergen können. Damit ist die einzige Möglichkeit, den Drachen die Stirn zu bieten, dahin. Wir haben versagt. Was nun? Das ist ein harter Schlag. Wir müssen uns neu orientieren. Ich werde mich zurückziehen und darüber nachdenken. Du solltest inzwischen in die Stadt gehen und dort mit dem Wassermagier Vatras sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass er weiß, was zu tun ist.
Das mache ich. Doch glatt, Papa. Guten Tag. Hey, du. Xardas schickt mich. Das Auge Enos ist zerbrochen. Ich weiß. Ich habe es schon von einigen aufgebrachten Novizen erfahren. Die Suchenden haben den Sonnenkreis der Feuermagier dazu benutzt, das Auge Enos zu zerstören. Einen gelungenen Schachzug des Gegners würde ich das nennen. Woher weiß er das eigentlich? Nachrichten verbreiten sich schnell in dieser Stadt. Das ist auch gut so. Der Feind wird genauso wenig schlafen. Also die aufgebrachten Novizen, die waren aber sehr schnell. Die müssen ja mich verfolgt haben, beim Sonnenkreis gewesen sein. Da müssen sie sich noch schneller hierhin teleportiert haben als ich. Und dann wieder wegteleportiert haben, als ich kam, ne? Was soll nun mit dem Auge geschehen? Wir müssen es wieder zusammenfügen. Aber das ist keine leichte Aufgabe, fürchte ich. Die Fassung ist in zwei Teile zerbrochen. Dies vermag ein geschickter Schmied wiederzurichten. Aber das ist eigentlich nicht die Schwierigkeit dabei. Vielmehr macht mir der eingelassene Edelstein Sorgen. Er ist matt und kraftlos. Der Feind scheint genau gewusst zu haben, wie man ihn schwächt. Wie erhält der Edelstein seine Kraft zurück? Ich sehe nur einen Weg. Eine Vereinigung der drei herrschenden Gottheiten sollte den gewünschten Effekt erzielen. Ein gut vorbereitetes Umkehrritual an dem Ort seiner Zerstörung wird dem Edelstein wieder Feuer geben. Das Problem dabei ist allerdings, dass du jeweils einen irdischen Vertreter von jedem der drei Götter zu diesem Ort bringen musst. Des Weiteren bräuchte man eine Menge Sumpfkraut für dieses Ritual. Ich schätze, drei Krautpflanzen müssten es schon sein. Wer könnten diese drei irdischen Vertreter der Götter sein? Für den Gott Adanos werde ich mich zur Verfügung stellen. Pyrokar, der oberste Feuermagier, wäre der Richtige, um den Gott Enos zu vertreten. Aber für Belia fällt mir kein geeigneter Bewerber ein. Es müsste jemand sein, der die schwarze Magie beherrscht. Schwarze Magie? Was ist mit Xardas? Das ist es. Es könnte funktionieren. Doch frage ich mich, wie du uns alle drei zusammenbringen willst. Ich sehe jetzt schon Pyrokars Gesicht, wenn er hört, dass er mit Xardas an einem Strang ziehen soll. Ich muss los. Ich werde ebenfalls aufbrechen und am Sonnenkreis die Zeremonie vorbereiten. Schicke Xardas und Pyrokar dorthin. Und vergiss nicht, das Sumpfkraut mitzubringen. Ich verlasse mich auf dich. Hör zu, Leute. Ich werde woanders gebraucht. Es wird nicht lange dauern. Sobald ich zurückkehre, werde ich euch die Geschichte weitererzählen. Möge Adanos mit euch sein. Ja, dann einmal zu Mr. Pyrokar. Glaubst du wirklich daran? So. Ich kann noch mehr berichten über die Besessenen. Sprich, Bruder. Ich habe einen weiteren Almanach gefunden. Das ist gut. Ich fürchte jedoch, dass es noch mehr davon zu finden gibt. Suche weiter. Nimm dies. Mit dieser Aufwendung des Klosters wirst du dem Bösen besser begegnen können. Und denke daran, ab und zu in meinen magischen Brief zu sehen. Es ist möglich, dass sie es auch noch bei anderen versuchen werden, die bisher noch nicht in den Almanachs zu lesen waren. Alles klar. Ich habe das Auge Enos gefunden. Es ist zerbrochen. Aber das kann nicht sein. Was ist passiert? Es war bei einigen echt miesen Kerlen. Jedoch kam ich zu spät. Sie hielten dort oben in den Wäldern eine seltsame Beschwörung auf einem sichelförmigen Ritualplatz ab. Enos, steh uns bei. Sie haben unseren Sonnenkreis entweiht. Selbst in meinen schlimmsten Träumen hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie solch eine Macht besitzen. Was können wir tun? Der Feind ist sehr stark geworden. Jedoch hat er in diesem alten Artefakt eine mächtige Bedrohung gesehen. Wir müssen das Auge heilen und ihm seine alte Kraft zurückgeben. Doch die Zeit ist gegen uns. Ich vermag mir nicht auszumalen, was nun mit uns allen geschehen wird.
Ohne den Schutz des Auges sind wir dem Feind hilflos ausgeliefert. Gehe zu Vatras, dem Wassermagier in der Stadt. Nur er weiß in unserer misslichen Lage, was zu tun ist. Bringe das Auge zu ihm. Beeile dich! Ich habe mit Vatras gesprochen. Ah, gut. Wo ist er? Er bereitet ein Ritual am Sonnenkreis vor, um das Auge Enos zu heilen. Wenn das wahr ist, dann gibt es vielleicht doch noch Hoffnung. Vatras möchte, dass Xardas und du ihm dabei helfen. Was? Xardas wird auch da sein? Das ist doch nicht dein Ernst. Hey, das war nicht meine Entscheidung. Vatras besteht darauf. Immer wieder dieser Xardas. Ich kann es nicht mehr hören. Es kann ja fast gar nicht mehr schlimmer werden. Wer sagt mir denn, dass Xardas nicht mit dem Feind unter einer Decke steckt? Ich kann Xardas nicht vertrauen. Ganz egal, wie sehr wir ihn auch brauchen. Es tut mir leid. Aber unter diesen Umständen kann ich Vatras nicht helfen. Ohne dich geht es nicht. Vatras kann das Ritual sonst nicht durchführen. Du wirst Xardas vertrauen müssen. Ich muss gar nichts, hörst du? Ich habe nicht den geringsten Beweis dafür, dass Xardas nicht gegen uns arbeitet. Ich kann das nicht tun. Was wäre, wenn ich dir diesen Beweis liefern könnte? Ich fürchte, das ist unmöglich. Es müsste mich schon sehr beeindrucken. Was Xardas angeht, habe ich meine Zweifel, ob es ihm überhaupt noch gelingen wird, mich zu beeindrucken. Wir werden sehen. Okay. Dann müssen wir noch einmal ein bisschen hin und her und dann, ja, kriegen wir hoffentlich mal unsere bessere Robe. Sah das, du fegst? Hast du nicht dafür eigentlich ein Skelett? Hey, du! Vatras hat mich zu dir geschickt. Das ist gut. Was hat er gesagt? Er sagte etwas von einem Umkehrritual am Sonnenkreis. Der alte Teufel! Ich ahne schon, was er vorhat. Du bist gekommen, um mich zu ihm zu rufen. So sieht's aus. Wann wirst du aufbrechen? Ich werde Vatras nicht warten lassen und mache mich sofort auf den Weg. Erledige deine Aufgaben und komm dann später nach. Warte mal. Pyrokar weigert sich, zum Ritual zu erscheinen. Er will erst einen Beweis dafür, dass er dir vertrauen kann. So, so. Pyrokar also. Interessant. Der alte Zausel wird langsam lästig, aber ich denke, ich habe da etwas für dich, was dir helfen kann. Damals, als ich den Orden der Feuermagier verließ, habe ich einige Dinge aus dem Kloster mit mir genommen. Ich wollte nicht, dass eines Tages eine Truppe von Paladinen oder Feuermagiern meinen Turm auf den Kopf stellt und den Kram bei mir findet. Also habe ich sie an sichere Orte gebracht, an dem die Magier sicherlich nicht danach suchen würden. Und wo? Ein Teil davon liegt in einer Truhe, verschlossen auf Sekops Bauernhof. Du traust diesem Sekop? Nein, aber er ist käuflich und stellt keine unangenehmen Fragen. Außerdem habe ich die Truhe verschlossen. Hier ist der Schlüssel. Es ist ein sehr altes Buch dabei. Wenn Pyrokar dieses Buch bekommt, wird er wissen, dass es von mir kommt. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Vielleicht erfüllt es ja somit noch einen Zweck. Ja, dann weiß ich doch auch Bescheid. Okay. So, dann einmal zu Ona. Können wir dann auch Bennett direkt das Amulett geben? Ich habe so einiges gehört. Immer wieder das Gleiche. Wenn er das nicht sieht, kann ich auch mir das schon gedacht. Es wäre so geil, dass du einfach das sagen kannst direkt. Hier ist das Amulett. Repariere es für mich. Alles klar. Bis morgen werde ich die neue Fassung angepasst haben. Du kannst es dir dann bei mir abholen. Heute Nacht kannst du nicht ausschlafen. Warum? Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Das ist doch alles nur Gerede. Das war doch klar. Das ist doch alles nur Gerede. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Ich verstehe den Sinn nicht dahinter, warum ich jetzt nicht zum Beispiel schlafen gehen kann. Also ich kann sowieso noch nicht schlafen gehen. Ach so. So ist das gemeint. Ich kann doch schlafen gehen. Aber irgendwie wirkte das gerade ganz anders. Hey, du!
Du wagst es, mich noch einmal anzurufen, du hirnlose kleiner Mann. Da muss man auch mal zuhören. Hey, du. Na, verdammt, was willst du? Ist das Amulett fertig? Ja, hier. Ich musste eine neue Fassung für den Stein fertigen. Ich habe die ganze Nacht dran gearbeitet und es ist wie neu. Fantastisch. Hast du gut gemacht. Muss ich dir ja mal lassen. So, dann können wir... Ah ne, wir können ja noch gar nicht zum Kloster. Wir müssen ja erst einmal zu Mr. Seekop. Die haben wir ja schon aufgeräumt. Zack, einmal über Bronco rüberspringen. Weil wir es können. Finger weg da. Oh, Wagbeschwörung. Das ist ja der Wahnsinn. Zeig mal, was du hast. Hey, Moment mal, habe ich jetzt gerade gar nichts bekommen? Doch. Ich habe von Xardas dieses Buch mitgebracht. Es ist ein Zeichen seines Vertrauens. Zeig her! Das ist ja unglaublich! Hast du auch nur im Geringsten eine Ahnung, was du mir da gerade gegeben hast? Nein. Das ist ein uraltes, verschollenes Werk aus längst vergangenen Tagen. Wir haben es alle für verloren gehalten. Und nun erfahre ich, dass Xardas immer gewusst hat, wo es war. Wirst du nun zum Ritual erscheinen? Ja. Ich werde zum Sonnenkreis aufbrechen. Aber sicher nicht, weil ich von Xardas guten Absichten überzeugt bin. Vielmehr werde ich diesen Hund zur Rede stellen, wo er das Buch all die Jahre versteckt gehalten hat. Er hat eindeutig den Bogen überspannt. Wir sehen uns am Sonnenkreis. Nice. So, wie komme ich jetzt am schnellsten zum Sonnenkreis? Ja, eigentlich muss ich da über die Berge klettern. Aber das schaffe ich nicht. Tja, da muss ich wohl laufen. Könnte oben durch den Wald laufen, beim Leuchtturm. Ist zwar jetzt auch nicht der schnellste Weg, aber könnte man machen, ne? Wer muss die Arbeit ja machen? Ja, irgendjemand muss die Laufwege hier machen. Dann würde ich doch sagen, dass wir in der nächsten Folge hier weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ach komm, den suchen, den nehmen wir noch mit. Der muss jetzt noch sterben. So viel Zeit muss sein. Nachher richtet er noch Schaden an in der nächsten Folge. Okay, ich kann das doch spammen hintereinander. Perfekt. Ich wusste nicht, ob ich das spammen kann. Jo, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Liebe Leute, die Gothic-Folge ist für heute vorbei. Aber morgen geht's weiter, also gebt mal ein Like. Support ist kein Mord, abonniert also den Kanal von Jürgensohn. Tschüss.